Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem ersten Taktik-Video über Clash of Clans von mir auf meinem Kanal. Und das ist eine Angriffstaktik mit Riesen. Es geht natürlich ums Farmen, nicht ums Pokaljagen in diesem Fall. Das heißt eine Farming-Strategie. Und ja, ich habe immer mehr die Stimmen gehört und die Leute wollten wissen, wie farme ich. Und momentan seit 3 Tagen farme ich Hardcore mit Riesen, Kobolden, Bogenschützen und mit Mauerbrechern. Und ich zeige euch jetzt einfach mal in ein paar Videos. Das sind 3 Kämpfe oder 2 Kämpfe von mir, einer von My Bullets und einer von Holy Moon aus meinem Clan, um euch einfach mal so die Variationen zu zeigen, wie man mit denen angreift. Und ich zeige jetzt einfach mal erst von Anfang an, wie ich die überhaupt baue, diese Armee. Das wird für den einen oder anderen auch ganz interessant sein. Ihr seht jetzt hier meine Kasernen. In der ersten Kaserne nur Riesen. Dann setze ich in die zweite Kaserne, beziehungsweise jetzt erstmal hier, Blitzzauber. Da kann man auch Rage-Spells nehmen oder Heal-Spells oder Jump-Spells. Das bleibt eigentlich jedem, obwohl Jump-Spells sind relativ unlogisch. Dann seht ihr ja hier, was ich jetzt mache. Wie gesagt, Spells, das bleibt jedem selber nach Geschmack überlassen. Genauso wie die Anzahl. Ich nehme lieber mehr Kobolde als Bogenschützen mit, deswegen die zweite Kaserne auch noch mit Kobolden. Und jetzt hier nur 2 Mauerbrecher und der Rest Bogenschützen. Das ist natürlich vollkommen Geschmackssache, das darf jeder für sich selber entscheiden. Das ist so ungefähr der Richtwert, nach dem ich mich gerichtet habe, mit dem ich wirklich super gut klarkomme. Ich greife gerne mit Blitzzaubern an, werdet ihr jetzt auch hier in dem Fight sehen. Hier gibt es 316k für mich zu holen. Ist jetzt ein bisschen merkwürdig, warum diese unten diese Steinmauer noch steht. Gut, als erstes, ich persönlich bin immer ein Fan davon, Helden zuerst zu vernichten und auch gucken, dass man keine Clanburg-Einheiten hat, in die man reinrennt. Ich habe da einfach in den Clan-Wars in letzter Zeit so viel schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich einfach keine Lust habe, dass man da irgendwie böses Erwachen hat. Prophet zum Beispiel hat zu mir eben gerade gesagt, ich habe kurz nochmal mit denen geschnackt, er hat gemeint, also ihn interessiert es überhaupt nicht. Er nimmt da keine Rücksicht auf Verluste und ballert da einfach rein. So, ihr habt eben gerade gesehen, der Riese war auch perfekt zum Ablenken von dem Helden. So, als erstes habe ich mir jetzt in dem Fall den Weg freigesprengt, dann die Riesen raus. Mein Held, der geht jetzt nach links weg, aber ihr kennt ja, wie das mit dem Bahnkönig ist. Dann einen Mauerbrecher, weil ich dachte, das reicht nicht ganz, einen zweiten Mauerbrecher hinterher. Jetzt sind die Riesen an der ersten Verteidigung. Das war das, was Pinky gerade zu mir gesagt hat, My Bullets zu mir gerade gesagt hat. Ich achte, also er sagt dann aus seiner Perspektive, er achtet immer darauf, dass die Riesen so schnell wie möglich an Verteidigungsgebäuden dran sind und keine langen Wege laufen müssen, damit sie nicht eventuell Traps, also das sage ich jetzt mal so dazu, keine Traps und damit die Verteidigung eben nicht lange auf sie schießen kann. So, im Endeffekt ist jetzt schon alles passiert. Meine Riesen sind vorne, tanken alles, Bogenschützen hinterher, Kobold hinterher und jetzt schauen, sobald drinnen freigesprengt ist, die gesamte restliche Kobold an der Armee hinterher getrickt oder geschickt, dass sie auch wunderschön in die Mitte des Lagers reinrennt. Das ist nämlich in dem Fall so. Deswegen benutze ich momentan Riesen, die Taktik der Riesen. Sonst benutze ich ja viel Barge, das heißt Barbaren und Bogenschützen. Wenn ihr das auch sehen wollt, dann einfach unten in die Kommentare schreiben, dass ich die Barge-Strategie auch nochmal kurz in einem Video extra erkläre. Und ja, die Kobolde sind einfach da, um jetzt hier aufzuräumen, um in die Mitte des Lagers reinzurennen. Und das ist eben genau der Punkt, in die Mitte des Lagers zu kommen. Aber das ist ja jetzt hier nicht der einzige Fight, den ich euch zeigen werde. Deswegen, das meiste von euch kann man sich ja eigentlich vom Zuschauen schon herbei denken, wie das funktioniert. In dem Fight hole ich mir jetzt nicht ganz alles. 284k sind dennoch wirklich nicht schlecht. Also da kann man sich eigentlich echt nicht beschweren. Und ja, bin ich echt zufrieden mit. Und vor allem, man verliert durch diese Taktik auch wirklich wenig Pokale. Also im Endeffekt kann man mit der Taktik auch Pokale jagen, aber gut, ist jetzt eigentlich eher dafür da, dadurch, dass man so viele Kobolde mitnimmt, dafür da, dass man sich Gold und Elixier holt. So, jetzt sehen wir hier den Kampf von Holy Moon. Ihr seht schon den Loot. Richtig krass. Als erstes spulen wir jetzt hier erstmal vor. Er zerstört jetzt zunächst erstmal unten die Bogenschützenkönigin. Er macht es genauso wie ich. Holt sich jetzt auch den Bogenschützen, den Barbarenkönig oben. Hat oben schon eine Mine mitgenommen. Ihr seht, hier ist so eine Mischung aus vielen Sachen in Minen und vielen Sachen in den Lagern. Unten geht er rein. Mit Mauerbrechern zuerst freigesprengt. Riesen hinterher. Ein Rage-Spell. Paar Kobolden hinterher, nochmal ein paar Mauerbrecher, eben je nachdem, wie die Situation es zulässt, schauen, dass man den Weg nach innen relativ schnell freisprengt. Er hat in diesem Fall, wie ihr gesehen habt, Rage-Spells mitgenommen, funktioniert genauso gut. Heal-Spells weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob ich die nehmen würde, bei Jump-Spells bin ich jetzt eigentlich eher dagegen. Das sollte man einfach ausprobieren, da muss man jetzt nicht so unbedingt so eine strikte Order verfolgen und sagen, ey, ich muss so und so viele Truppen, so und so viele Heal-Spells, so und so viele Das-Spells und das und immer so und so kämpfen. Man muss sich immer so ein bisschen variieren, ein bisschen schauen, wie man es macht. Und jetzt ist der Weg in die Mitte eigentlich komplett frei. Ihr seht, hinten kommen nochmal so ein paar Riesen nach zum Tanken. Und die vereinzelten Kobolde, die da jetzt in die Mitte reinlaufen. Aber im Endeffekt hat er seinen Helden schon getriggert und auf Level 22, sobald er in der Mitte frei ist, ihr seht, so ein paar Kobolde kommen noch hinterher. Das ist das, was ich mir überlegen werde in Zukunft. Ein bisschen schauen, dass ich vielleicht ein paar weniger Kobolde mitnehme, weil ich denke, die kann man auch ganz gut dann mit Bogenschützen nachfüllen, dass man da nicht unbedingt die Kobolde nehmen muss. Also nicht zwingend. Er holt sich hier im Endeffekt das gesamte Gold, sind 407k, ist ein ordentlicher Raid
und denke ich auf jeden Fall sehenswert und vor allem auch nochmal so zu sehen, dass er auch wirklich in die Mitte des Lagers reingeht und trotzdem aber auch, ja, du kannst mit dieser Armee in die Mitte des Lagers reinrennen, das heißt ins Herz die Lager ausräumen und du kannst aber trotzdem auch Minen und Sammler holen. Relativ wichtig war, es ist jetzt in dem Fight auch gewesen, dass er seine Helden noch dabei hatte. Ja, nicht unbedingt so wichtig, er hat ja jetzt nur den Barbarenkönig dabei, aber trotzdem, der macht schon einen ordentlichen Damage und wenn er dann in der Mitte steht, dann sagt die Base da nicht mehr viel zu. So, das war es dann eigentlich jetzt auch mit dem Fight. Hier seht ihr es nochmal, 407k Gold und 452.000 Elixier. Er hat jetzt 17 Riesen, hat auch noch Barbaren dabei und Bogenschützen und Kobolde. Also das kann man sich aufteilen, wie man möchte. Ich in meinem Fall hat auch höhere Lager natürlich, dadurch, dass er Ratusstufe 10 ist. Wenn ich mich nicht vertue. Nein, er müsste Ratusstufe 10 sein, ja. Gut, und jetzt sehen wir hier einen Fight von My Bullets, der sich hier zuerst mit ein paar Bogenschützen, die Bogenschützenkönigin ein wenig unfragt, beziehungsweise fast zerstört. Dadurch, dass die Bogenschützenkönigin sich jetzt um die Riesen kümmert, kriegt sie immer noch ein bisschen Schaden. Ist jetzt nicht ganz drauf gegangen, aber das macht die zweite Runde. Die Riesen rennen da nach innen, ist jetzt bei der Base natürlich Absicht, dass es da keine Mauerbrecher so richtig gut funktionieren, weil die jetzt erstmal reinlaufen. Nichtsdestotrotz sprengt er jetzt da den Bogenschützenturm frei, wenn die Bogenschützentürme nicht so gut schießen würden. Er hat es zumindest vorgehabt, wird es jetzt gleich auch noch machen. Wie ihr seht, er hat auch, dadurch, dass er Ratusstufe 10 ist, natürlich Minenbrecher, was zur Hölle ist los, Mauerbrecher meine ich natürlich und ihr seht, dieselbe Taktik, schön die Riesen vorgeschickt, schön geguckt, dass man die Mauerbrecher vor allem gut tankt, dass einem die nicht zu oft verloren gehen, dass die Kobolde nicht so viel Schaden abbekommen, vor allem Splash Damage, hat er ja eben gerade auch nochmal zu mir gesagt gehabt, immer darauf achten. Denkt er sich auf jeden Fall immer schön darauf achten, dass man den Splash Damage schön abwendet und dass da die, die Mauerbrecher lange überleben, die Kobolde lange überleben und natürlich auch die Bogenschützen. So, mir haben schon wieder die Worte gefehlt, was ist nur los? Ihr seht die Bogenschützenkönigin auf Level 40, da kann man jetzt im Endeffekt nicht viel zu sagen. Gut, viele von euch werden die Helden nicht so weit oben haben wie her. Ihr seht, die Bogenschützenkönigin da oben frisst eigentlich null Schaden, wenn der, ihr seht es. 3-4 Shots, dann sind die Luftabwehren durch und jetzt macht sie echt was Cooles, sie greift tatsächlich das Goldlager in der Mitte an und hittet das mit 5-6 Hits und dann sind die 281k auch schon zu Hause bei My Bullets im Lager und er kann sich freuen und eine Mauer bauen. Nicht ganz eine, aber fast. So, jetzt sehen wir noch einen Fight, das müsste einer von mir sein, richtig, und hier ist es nochmal so, wie gesagt, ich wollte es nochmal erwähnen, man kann auch wunderbar damit aus Minen und Sammlern holen, deswegen nicht nur denken, dass man damit nur auf Lager gehen kann, einfach wieder Riesen, Mauerbrecher getankt, Kobold hinterher, einfach nur 6-7 Stück und zack ist die Mine schon draufgegangen, dasselbe kann man jetzt natürlich oben auf der anderen Seite machen, zunächst kümmere ich mich jetzt aber eher um die zwei Minen, die da unten noch liegen, ich habe jetzt ein bisschen nicht richtig reingezoomt, ich war gerade noch am League of Legends zuschauen, nicht selber spielen, aber im Endeffekt dieselbe Strategie und einfach wieder Riesen vor, Mauerbrecher hinterher, Kobold drauf. Je nachdem, wie weit der Weg ist, vielleicht auch noch ein paar Bogenschützen mitschicken oder vorschicken, je nachdem, wie das Base-Layout jeweils aussieht. Das kann man einfach nicht steif und fest sagen, man kann das nicht so fest machen, das müsst ihr verstehen, da muss man ein bisschen Erfahrung, muss man ein bisschen arbeiten und ich denke nach so, ich habe das mir selber beigebracht innerhalb von, also natürlich habe ich mir ein paar Fights aus dem Clan angeguckt, aber dann habe ich einfach angefangen und habe mir die Armee, wie ich sie eben euch gezeigt habe, so baue ich sie mir momentan zusammen. Vielleicht werde ich bald ein bisschen switchen, ein bisschen schauen, dass ich ein paar mehr Bogenschützen, weniger Kobolde mitnehme, aber momentan bin ich eigentlich echt zufrieden damit. Hier wieder dieselbe Geschichte. In dem Fall interessiert mich der Barbarenkönig auch überhaupt nicht. Kobolde hinterher, die cleanen hier wunderbar auf. Durch ihren Mehrfachschaden auf Ressourcengebäude ist das einfach wunderbar. Die sind richtig schnell, noch so ein Grund, warum sie einer meiner Lieblingseinheiten sind. Und natürlich auch die Drachen. Es gibt Drachen. Es gab Drachen. Ich bin der vollen Überzeugung, dass es Drachen gab. Also, falls ihr euch erinnern könnt oder falls ihr das FAQ gesehen habt. Ja, es gab Drachen. Auch wenn ich 20 bin, glaube ich noch, dass es Drachen gab. Finde ich gut. Man sollte träumen können im Leben. Und das war's eigentlich schon. Das war die Strategie. Das war's. Mehr ist da nicht dabei. Es ist keine Hexerei. So, und jetzt möchte ich gerne von euch, ich will's, in den Kommentaren wissen, wollt ihr mehr, wollt ihr öfters sowas, soll ich noch Govi-V will ich vorstellen, Balonions will ich vorstellen, Bam, Bartsch, wollt ihr das sehen, was wollt ihr als nächstes sehen, schreibt es in die Kommentare, ich freue mich über positive Bewertungen immer und wir sehen uns beim nächsten Video, ich mach's raus, genau, was, hä, auf Wiedersehen.